Hi, ihr Schätze. Ich gucke mal kurz auf die Uhr, die steht mir da gegenüber. Noch 2 Minuten. Ich habe nur zum Dieter, meinem Regisseur, gerade gesagt, lass uns starten, weil die gute Dagi Heidl-Süße gerade irgendwas geschrieben hat. Sie sei zu dumm, das anzugucken. Mein Engel, ich war noch gar nicht online. Jetzt müsste es funktionieren. Ich hoffe ganz arg, du hast nicht aufgegeben und bist noch dran und versuchst es. Jetzt dürfte es überhaupt kein Problem sein. Meine Engel, ich lege mal los in so einer Minute. Ja, ich habe im Vorfeld eine Bitte an euch, ist eh klar. Learning by doing, wie soll es im Live-Format anders gehen? Wie ich ja heute bei den Kindern mitgekriegt habe, im Handy hat sich uns das Ganze viel näher dargestellt und auch mit Lautsprecher, Mikrofon und so angeblich alles in Ordnung. Und dann gucke ich mir selber das Video an und lerne, dass ich ziemlich weit weg war und zu leise und so weiter. Ja? Also da helft mir bitte, wenn ihr sagt, das hat immer noch nicht gepasst oder das war jetzt deutlich besser oder ich kann es nicht anders checken wie durch eure Rückmeldungen. Ansonsten, ich bin wirklich willens, das Beste von hier zu geben, dass wir eine gute Zeit für euch hinkriegen. Okay, ich frage mal schnell Dieter, ob alles in Ordnung ist. Dieter passt, der Daumen geht hoch. Es ist ja gleich 6 Uhr, dann legt mal los. Ich will euch jetzt nicht aufhalten mit so viel Reden und dann fangen wir an. Das Thema heute, es ist so elementar wichtig, erstens mal, weil wir alle sind mal realistisch, so viel wie nie wahrscheinlich vor dem Computer und vor dem Bildschirm wegen Social Net sitzen, weil das Soziale im Moment eine sehr eingeschränkte Sache ist. Also gehen wir doch da rein und fangen doch da an zu sagen, wie sitze ich, wie verhalte ich mich, dass es mir gut dabei ergeht, dass es auch über Stunden so geht und dass ich mich für Spannungen, Beschwerden und so weiter aufbaue. Da gehen wir ran, es ist wirklich einfach und ihr werdet euch wundern, wie viel Sport man bereits im Sitzen machen kann. Insofern, ich gehe davon aus, die meisten sitzen gerade, wenn sie zugucken vor dem Bildschirm und schauen, bleibt sitzen, ist ideal. Wir werden jetzt rangehen an was ganz Wichtiges körperlich, neben der Tatsache, dass wir gerade alle so viel am Bildschirm sitzen, die Trennung von Hüftgelenk und Rücken. Es ist nun mal Tatsache, dass die, selbst bei sportlich sehr aktiven Leuten, oft in der Wahrnehmung und Bewegung so verklebt ist und so überhaupt nicht genutzt wird, dass viel zu viel in dieser Lendenwirbelsäule immer wieder landet, wo es einfach nicht hingehört und bis oben rauf Schmerzen und Verspannungen macht. Hallo, die keiner haben möchte. Lasst uns das ändern. Ich gucke nochmal auf die Uhr. Es ist 6 Uhr. Wir fangen an. Wir fangen mit etwas an, was ich heute Nachmittag schon mit den Kindern gemacht habe. Aber euch kann ich erklären, warum und wieso. Macht ihr das bitte auch. Setzt euch hin, einfach erstmal hängen lassen. Scheut mir bitte beim Hängen lassen diesen oberen Buckel nicht, der sich zeigt. Den werden wir oben reparieren, wo er auch passiert und verstehen, warum, wieso er überhaupt da ist. Jetzt fangen wir mal von unten an. Das ist so wichtig und das sind nun mal eure Füße, eure Beine. Bitte stellt sie locker am Boden auf, keinesfalls, vielleicht gewohnt, weil vielleicht so gewohnt, auf die Zehenspitzen und durchgedrückt. Lasst die Beine locker, lasst sie leicht. Wenn ihr die Knie freigibt, dass sie so offen sind, dann merkt ihr ja, spielt doch bitte mal damit, Hände drauf, nichts tun mit den Beinen eigenaktiv, sondern nur sie nehmen, und damit spielen und gucken, stimmt, wenn ich die Knie öffne, fallen meine losgelassenen Füße ja automatisch auf die Außenseite und wird da nichts platt gedrückt. Macht bitte mal nur das 2-3 Mal und guckt, dass ihr da schon merkt, allein wenn man das macht, hat das irgendwas mit der Leistengegend zu tun. Gut so, da wollen wir unbedingt ran. Jetzt lasst die Füße mal so locker, immer dran denken, Füße bitte immer etwas näher zusammen als die Knie. Und jetzt macht ihr bitte mal Folgendes, wie heute Nachmittag auch schon, ihr stellt euch vor, ihr greift was vom Boden und holt es zu euch hoch und lasst das Bein wieder los. Und jetzt fühlt mal ganz genau rein und achtet, ob sich im Rücken dabei was mitbewegt, ob das Becken sofort mitarbeiten will oder ob ihr schon mal versuchen könnt, das völlig in Ruhe zu belassen. Probiert hier hängen lassen, Popo sitzt, hier in der Ruhe bleiben, den Fuß vom Boden anheben, soweit es geht, die Grenze immer berühren, nicht um jeden Preis überschreiten und wieder lassen. Ranholen und wieder lassen.
dass diese Bewegung wirklich aus natürlich auch im Fuß hier oben wirklich nur im Hüftgelenk passiert. Fallen lassen, anheben, fallen lassen, bitte mal andere Seite. Ihr stellt euch vor, ihr greift was vom Boden und hebt es hoch zur Körpermitte, ohne dass der Rumpf irgendetwas tut. Bewegung ausschließlich im Fuß durch freigegebenes Knie und die Bereitschaft hier in der Leiste zu öffnen, das Kniegelenk, das Hüftgelenk freizugeben und freizuspielen. Nehmen, anheben und lassen. Nehmen, anheben, lassen. Nehmen, anheben, lassen. Nehmen, anheben, lassen. Apropos lassen, gucken wir mal, das ist ja oft das Thema, das viel schwieriger ist als alles andere, wobei lassen ja wirklich lassen und nichts tun ist. Probiert mal eins, ihr bleibt so sitzen, lasst euch lieber wie so ein Reissack mehr hängen als weniger. Aus dem alles lassen können wir viel toller aufbauen als eine Verspannung, die immer drauf besteht, gefälligst da zu bleiben. Hängen lassen, gewichtig sein, kommt viel zu kurz. Und jetzt nehmt bitte mal mit den Händen das Gewichtbein, ohne dass das Bein sich einmischt oder gar der Fuß, der da immer recht ganz sehr vorlaut ist, und nehmt diese Muskeln, Knochen, Wasser, Fleisch, wupp, und schmeißt es mal irgendwo anders hin. Nehmt, schmeißt es woanders hin. Nehmt, irgendwo anders hin. Nehmt, irgendwo anders hin, dass ihr merkt, ich nehme das Gewicht, was wiegt mein Bein überhaupt? Und kann ich dieses Gewicht auch einfach mal zulassen, ohne gleich sportlich mitmachen zu wollen? Ja? Nein, gewichtig sein lassen, hier gesetzt bleiben, Bein mit dem Gewicht nehmen und nur über die Arme, wuff, irgendwo anders hin. Und ausprobieren, wohin es überall geht und ob ihr wirklich loslassen könnt dabei, ohne sich, ich weiß jetzt, was sie will, hin und her, sich die Muskulatur vom Bein doch immer wieder einmischt, dann noch mehr probieren. Nein, ich lasse es. Ich lasse es. Ich lasse es. Bewegung im Hüftgelenk. Herausfinden, was dieses Hüftgelenk, das wir oft so vernachlässigen, während so viel Bewegung im kleinen Wirbel da oben landet, was das unfassbar vieles und Großes kann. Anderes Bein bitte. Lasst es schwer sein. Wir haben halt alle am liebsten das Gewicht eines Luftballons, aber damit kann man sich nicht mit Schwerkraft und Schwungkraft bewegen. Seid gewichtig. Nehmt das Gewicht von diesem Bein, lasst es fallen. Nehmt das Gewicht von diesem Bein, schmeißt es hin. Nehmt das Gewicht von dem Bein, lasst es locker fallen. Nehmt es, lasst es fallen. Nehmt es, lasst es fallen. Probiert die ganze Zeit, wie gesagt, den Popo selbst zu lassen. Der setzt sich von selber, wenn ihr es ihm erlaubt. Einfach hängen lassen, schon sind wir ein bisschen weiter hinten. Guckt, ob ihr hier, dass ihr hier in der Ruhe bleibt, im Bauchnabelbereich. Und ob ihr es hinkriegt, darauf zu achten und trotzdem, wie gesagt, die Beine ganz locker zu lassen. Nehmt, nehmt, nehmt. Wupp, nehmt und komische Sache und auch das schon ziemlich ungewohnt, oder? Jetzt machen wir es mit ein bisschen Aktion, aber ich bitte euch immer dran zu denken, ab jetzt das Allerwichtigste ist eine gesicherte Körpermitte. Legt bitte im Vorfeld die Hand mal an den Rücken und lasst nochmal ganz bewusst den Popo hängen. Wenn ihr den hängen lasst, dann merkt ihr doch, der Abstand in den Lendenwirbelkörpern wird größer. Es wird hier gerader, als es mit dem Setz dich gerade hin, jemals realistisch möglich wäre. Denn dann lupft man was Verbogenes nur nach oben. Und das erstreckt eine Wirbelsäule nicht. Der Popo gehört nach unten. Fallen lassen. Okay? Jetzt versucht es ein bisschen zu sichern. Stellt euch vor, dass ihr Schambein, wenn minimal anhebt nach oben, ohne dass euch der ganze Popo aus dem Sitz rausholen will. Jetzt versucht er mit etwas weniger Kraft, so wenig Aufwand wie möglich, das Knie als Zeiger zu nehmen und euch überall hinzubewegen, wo es das Hüftgelenk aktuell erlaubt. Macht es bitte so langsam, dass ihr genau fühlt, aha, jetzt will das Becken mit. Hier ist meine aktuelle Grenze. Ab da merke ich, das kann ich irgendwie nicht trennen. Popo, Hüfte.
jetzt will es mit. Der kann durchaus auch schon viel früher sein. Es ist nicht wichtig, dass ihr genau nachmacht, was einem vorgemacht wird, sondern dass ihr als Idee nehmt und dann euch wirklich die Zeit und Ruhe nehmt, eure aktuelle Grenze zu spüren, aber sie auch zu nutzen. Also keinesfalls im kleinen, pseudokorrekten Bereich bleiben. Popo setzen, Ruhe belassen, Lendenwirbelsäule sicher durch minimales, wenn überhaupt, hier vorne anheben, Knie nehmen, bewegen, bewegen, ausprobieren in alle Richtungen. Das Hüftgelenk ist ein riesen Kugelgelenk, das größte Gelenk gemeinsam mit Knie und Schulter unseres Körpers. Fühlt hin, was es alles kann, ohne dass der Rücken, unsere Karosserie, das ständig und zwangsläufig mit muss. Andere Seite, immer erst hängen lassen. Sicher, in der Ruhe bleiben, Knie nehmen als Zeiger und in alle möglichen Richtungen, bitte nicht stoisch hin, her oder rauf, runter, sondern wirklich ausprobieren in alle möglichen Richtungen. Bewegen und wenn ihr die jeweilige Grenze der Bewegung erreicht habt, versucht da einen Millimeter sie zu erweitern, indem ihr euch da besonders auf die Mitte konzentriert und probiert das Bein unabhängig davon zu bewegen. Bitte macht euch klar, was es bedeuten würde, wenn beim Auto Karosserie und Reifen miteinander verklebt wären. Das kann nicht gut gehen. Die haben auch mit Sinn Abstand und die können auch mit Sinn unabhängig bewegt werden. Da wollen wir hin. Alles klar? Jetzt gehen wir noch ein bisschen mehr an einen sinnig aufgerichteten und wirklich entfalteten Rücken. Wenn ich was Zusammengeschobenes habe, na dann entfalte ich es nicht so. Ich entfalte es, indem ich es wirklich auseinander bewege, damit es gerade werden kann. Also nochmal, womit fangen wir an? Ich glaube, ihr wisst schon, Popo sacken lassen. Ich liebe es, sacken lassen. Denkt dran, Reissack-Mentalität. Das Gewicht eures Hinterns da mal wirklich genießen, hängen lassen. Schon ist er da, wo er hingehört. Und was ein wirklich aufgerichtetes Becken auszeichnet, das ist keine Aufrichtung, das ist das Ausschütten eurer Möglichkeiten. Hängen lassen und da bleibt man. Warum sollte man einen gesunden Zustand erhalten? Bitte die Hand gleich nochmal dahin legen, damit ihr mitgucken könnt, dass wirklich Bauchnabel in der Ruhe bleibt, dass der Rücken so schön gerade bleibt. Und jetzt können wir doch hergehen und unabhängig davon gucken, und was machen wir jetzt mit dem Buckel da oben, der sich aus dem Hohlkreuz entwickelt hat? Ganz einfach, wir probieren ihn da, wo er wirklich ist, zu verändern und aufzurichten. Nehmt mal die andere Hand vom Bauchnabel weg und legt sie an euer Brustbein. Und während ihr darauf achtet, dass die Lendenwirbelsäule hier wirklich schön gerad und gesetzt bleiben darf, versucht ihr euer Brustbein mal wirklich 1:1 nach vorne zu bewegen. Achtet bitte ganz arg drauf, dass ihr sehr wahrscheinlich die Tendenz habt, es will aber nach oben und nicht nach vorne. Na, das ist nicht das Brustbein und nicht die Brustwirbelsäule, das ist die Gewohnheit aus der Lendenwirbelsäule, die das immer kompensiert hat. Die wollen wir ja aber schonen. Sacken lassen. Popo runter, Hand ans Brustbein, versucht es vorzuschieben. Dann merkt ihr doch auch sofort, und wir reden hier von einem halben Zentimeter, Zentimeter. Aber dass es von der Tendenz hier super schön weit macht, und wenn ihr mal auf meine Schultern guckt und in euren mal mit reinfühlt, da muss man mit den Armen gar nichts machen. Wenn man probiert, wirklich hier gerade zu bleiben und das Brustbein nach vorne zu bewegen, dann tut das automatisch was ganz schön Gutes, auch mit meinem Schulterbereich, und dehnt mir hier auf. Und jetzt lasst wieder. Wenn man wirklich die richtigen neuen Muskeln erwischt, das zieht ganz schön und fühlt sich durchaus und zu Recht in eine ganz schön neu anstrengende Sache an. Wir kombinieren es nochmal und setzen das Drittes oben drauf. Den Popo sacken lassen. Das Brustbein nach vorne. Wenn ihr vor dem Bürotisch vielleicht gerade sitzt, orientiert euch bitte lieber an der Tischkante statt an der Luft darüber. Da wollen wir auf keinen Fall hin. Jeder Millimeter nach oben ist ein kompensierter Millimeter weg von der Brustwirbelsäule. Also wirklich lieber nach vorne, eher vorne unten, während die Lendenwirbelsäule schön sitzen bleibt. Und jetzt sucht da mal den Punkt da oben, wo euer Scheitel endet, und schiebt mal
man mit dem Punkt zur Decke hoch. Also nicht mit der Nase, weil das nun mal mit gerade gar nichts zu tun hat und der Halswirbelsäule nicht gut tut, sondern mit dem hinteren Punkt, der das Ende der Halswirbelsäule wäre, wenn sie durch den Kopf stechen würde, mit diesem Punkt versucht er jetzt mal zur Decke zu schieben. Merkt ihr was? Der Popo wird gern mitgehen. Wieder Popo sacken lassen. Jetzt erst recht. Nochmal lassen. Wir entfalten also bitte dadurch, dass ihr nochmal probiert. Stöhnend ausatmen, nicht? No. Wirklich eins zu eins ausatmen. Lendenwirbelsäule sitzt. Brustbein nach vorne. Und jetzt diesen, wo ist er? Der Scheitelpunkt, der Scheitelpunkt, der Scheitelpunkt, der schiebt zur Decke. Und jetzt versucht ganz bewusst nochmal, den Scheitel und den Popo voneinander zu trennen. Natürlich sie auseinander zu ziehen. Stellt euch vor, dass ihr jedem eurer Wirbel in dem Moment diesen so entscheidend wichtigen Hauch mehr Luft ausschenkt. Was freuen sich die Nerven, das Blut und so weiter. Okay? Und wieder lassen. Probiert es ungefähr. Versucht nichts Perfektes von euch. Das macht nur verkrampft und da wollen wir doch raus und nicht rein. Spielerisch die eigene Grenze berühren und probieren. Mit jedem Probieren legt ihr und pflegt ihr Geschicklichkeitsleitungen, die wie beim Stricken auch dadurch mit jedem Mal feiner, feiner, feiner werden. Und irgendwann macht es, ups, passt. Jetzt probieren wir mal, das ins Zusammenspiel mit dem Hüftgelenk zu kriegen, das wir vorhin ja schon ein bisschen gespürt haben. Könnt ihr ruhig nochmal ganz kurz probieren, ganz kurz probieren. Ah ja, da ist es. Von den Beinen her, also im Hüftgelenk Bewegung. Da war es und nicht da oben. Jetzt bitte wieder Popo setzen, Brust vor Scheitel zur Decke ein bisschen probieren. Und jetzt nehmt mal diesen ganzen Rücken, ohne dass irgendwas nach vorne geht und voran prescht. Nein, in dieser Geradlinigkeit direkt und ausschließlich im Hüftgelenk nach vorne zu bewegen und wieder zurück. Nach vorne zu bewegen und wieder zurück. Achtet mal wirklich drauf, dass es wahnsinnig gern eine Etage höher passiert. Aus der Gewohnheit raus, während die Hüftgelenke darauf warten, ob sie nicht bitte diese Aufgabe übernehmen könnten. Schickt es in die richtige Etage. Die Karosserie lassen wir in der Ruhe und Limousinen technisch lässig schön gerade. Und jetzt gehen wir ins Radlager und nehmen den ganzen Rücken nach vorne und zurück. Zum Bildschirm hin, wenn er gerade sitzt und wieder weg. Nach vorne und zurück. Nach vorne und zurück. Ist gar nicht so einfach, wie es klingt. Wenn man will immer ausprobieren. Und jetzt machen wir das Ganze noch schwieriger. Man dreht sich ja oft nach links, man dreht sich ja oft nach rechts. Manche haben ja mehrere Bildschirme. Was macht man? Probiert es mal selber aus, wie ihr euch aus diesem Sitz jetzt eigentlich gewohnt seid zu drehen. Sehr wahrscheinlich mit der oberen Körperhälfte, aber nicht aus den Hüftgelenken heraus, die euren Rücken so toll schützen können und wollen. Und das probieren wir jetzt mal. Sprich, dass ihr hergeht, sacken lassen, Brustbein vor, Scheitel zur Decke und mal versucht, eine ganz tolle Sache ist dabei, nehmt euer T-Shirt und zieht es mal gerade. Oder einen Reißverschluss, wenn ihr da habt, das ist auch ein ganz toller Zeiger. Und nehmt euch vor, nein, da verdreht und verschiebt sich jetzt nichts, sondern ich nehme mich im Ganzen mit rüber und komme wieder zurück. Im Ganzen mit rüber und komme wieder zurück. Ganz rüber, wieder zurück. Andere Seite, wieder zurück. Andere Seite, wieder zurück. Nicht nur die obere Hälfte, nein, das ganze Teil und wieder zurück. Merkt ihr, dass es ziemlich was mit Popo auch zu tun hat, der da schiebt? Jetzt ist ganz wichtig, dass er nicht sich da hinten zu Tode arbeitet, sondern ganz lässig wirklich nach vorne geht. Toller Zeiger dabei, die Knie. Probiert mal, wenn ihr sitzt, Brustbein, Scheitel, den rechten Popo so anzuspannen, dass ihr merkt, es stimmt ja, wenn ich den nicht verkrampfe, dass es gleich die Taille hochzieht, sondern wirklich einfach nur anspanne, dass er nach vorne schiebt, dann geht mein Knie doch ein Stück vorher. Merkt das? Klappt das? Ja? Ist die Linie noch gerade oder will sie sich gerade wieder verschieben? Aufpassen, die Nase drängt sich auch immer ganz schnell vor.
Nicht gut für die Halswirbelsäule. Nochmal lassen und probieren. Sitzen vor Scheitel. Das ist die Karosserie, da wollen wir keinen Knick rein. Und jetzt nur über den Popo die ganze Karosserie mal nach links. Und jetzt legen wir gleich noch einen drauf und beugen uns da nach vorne, ohne dass in der Karosserie was passiert. Nur Hüftgelenk. Und wieder zurück. Und zur Mitte. Nehmen wir gleich nochmal den mittleren Bildschirm. Im Hüftgelenk nach vorne und wieder zurück. Nehmen wir den anderen Bildschirm. Der Popo spannt sich nicht in die Höhe. Merkt das, wenn er wegzieht vom Sitz, dann hebt sie die Taille an, die wir mitspielen, weil das gewohnt ist. Die versteht gar nicht, warum sie jetzt nicht eingesetzt wird. Weil sie Pause hat und weil sie keinen Knick in unsere Karosserie machen soll. Also schön strecken den Rücken, wirklich strecken, nicht pseudo-strecken. Und nur da unten, mit diesen 2 cm vom Popo, die direkt auf dem Sitz sind, vorschiebt die Leiste. Vorschiebt die Leiste, vorschieben die Leiste, keine Verdrehung machen, gerade Rumpflinie mitnehmen und im Hüftgelenk beugen und wieder hoch. Zur Mitte und wieder hoch, nach hier rüber und wieder hoch. Jetzt habe ich es gerade selber gemerkt, man ist dann ganz überengagiert. Bumm, und schon ist wieder passiert. Das ist wie wenn ihr euer Auto nehmt und so verbringt. Tut nicht gut, bringt es nur wieder in die Werkstatt. Also gehen wir es zusammen nochmal langsam und ganz bewusst an. Sitzen bleiben, aufrichten. Versucht hier wirklich die Dehnung, in diesem, man nennt es immer so Rückenband, zu fühlen, wie, aber wirklich vom Scheitel bis zum entgegen sich setzenden Popo geht. Und ganz wichtig, die Konzentration auf den Bauchnabel. Oh, die wird so oft vergessen. Aber der Bauch ist der, der die Basis stützt. Und trotzdem bleibt man hier locker. Wollt ihr mal probieren? Obwohl die Aufrichtung und der Zug bleibt. Am Anfang fast vermeintlich nicht möglich, wenn man es mal raus hat, ganz easy. Und dann wieder. Und nach vorne. Und wieder zurück. Nur hier. Und wieder zurück. Nach da. Rüber. Und wieder zurück. Nach da. Rüber. Wieder zurück. Nach da. Rüber. Wieder zurück. Bauchnabel mitnehmen und Brustbein in einer Linie bewegen. So. Und dann setzen wir gleich noch einen oben drauf. Jetzt haben wir ja vorhin, könnt ihr gerne nochmal wiederholen, das Hüftgelenk von unten bewegt. Also Oberschenkel hat ja oben so diesen Knödel dran und der hat sich in der Pfanne hier oben hoffentlich frei und unabhängig vom Becken bewegt. Das Hüftgelenk besteht ja aus 2 Teilen. Die Pfanne gehört zum Rumpf. Also, haben wir ja hier auch schon gemacht, wir haben die Pfanne bewegt. Und jetzt geben wir mal richtig Gas, bitte nicht im Tempo, sondern im Ausmaß der Bewegung. Und probieren mal bitte, dass wir, ohne dass sich was verschiebt, nur hier oben passiert, wirklich den ganzen Rumpf hier kreisen lassen. Den ganzen Rumpf in ausschließlich im Hüftgelenken kreisen lassen. Ich glaube, es ist gut, wenn wir es wie in Zeitlupe zusammen nochmal probieren, weil man da wirklich so leicht drüber rutscht und wieder ins Alte reinfährt. Und so, und da ist das Langsame unheimlich wichtig, wenn man sich sensibilisieren will. Lass uns langsam machen. Hängen lassen. Brust gehört in den Raum. Scheitel gehört zur Decke. Zug. Und wir fangen an. Wir drehen uns zur einen Seite, Popo, und versuchen zu beugen. Nur in der Hüfte, nicht im Rücken, nicht im Rücken. Und kreisen rüber, Linie steht und nach hinten, Linie steht, Linie mit rüber nehmen. Jetzt nicht so machen, ja, Popo schiebt die Linie rüber, dahin, nach vorne, nach drüben und zurück, dahin, nach vorne, nach drüben und zurück. Warum betone ich das zurück so? Man unterschätzt oft, was man für ein tolles Bauchmuskeltraining genau auf diese Weise machen kann. Sei es im Reihen, vor oder zurück oder eben noch ein draufsetzen in dieser kontrollierten Verdrehung ausschließlich im Hüftgelenk. Lasst uns das mal probieren und zwar dadurch, dass wir aus dem Geraden mal ein Stück langsam, da liegt wirklich in der Ruhe die Kraft, langsam diesen Oberkörper, die Karosserie, soweit es dir zulässt, nach hinten nehmen. Das reicht schon ein bisschen, dann merkt ihr schon, da tut sich was.
Und jetzt sind wir doch wieder beim Thema, oh, dann tut sich was. War so nicht gemeint. Die Karosserie soll sich nicht verbiegen. Also probiert es wieder und konzentriert euch beim Zurückgehen ganz arg aufs Schambein, dass es wirklich hilft, wenn es sich leicht anhebt, dass der Rücken schon gerade bleibt, ergänzt durch eine aufgerichtete Brustwirbelsäule, Scheitel. Und das bringt ausschließlich durch Bewegung hier schön langsam nach hinten. Und stellt euch von der Scheitel wieder zur Decke und der Popo noch mehr nach unten. Kommt wieder zurück. Und nach hinten, jawohl. Umso langsamer, umso kräftigender. Und wieder vor. Schaut mal zwischendrin, ob eure Beine noch schön locker sind oder ob sie irgendwas oder irgendwo mitstellen wollen. Locker, locker, unabhängig. Gerade machen, zurück. Und wieder vor. Einmal noch. Zurück. Und wieder vor. Jo, zur Seite. Schiebt von der Popo-Seite, nicht von der Nase. Nicht nur von Nase und Brust, sondern nein vom Popo rüber. Schräge Bauchmuskulatur. Wir gehen hierher und ein bisschen zurück. Und wieder zur Geraden und zurück. Bleibt in der Linie. Peilt mit Bauchnabel, Brustbein und Nase. Dieses Knie da vorne an. Und zwar am Stück, wirklich nicht mit irgendetwas voraus. Ich wiederhole mich da gerne, weil es so elementar wichtig ist, da wirklich reinzufinden. So, also nochmal, gerade und zurück. Popo, miu. Und diagonal und zurück. Popo, miu. Gerade und hier und wieder ins Diagonal zurück. Da könnt ihr auch gerne mal bleiben und so im Kleinen zurück und vor, zurück und vor, zurück und vor. Mal andere Seite, miu. Im Kleinen, gerade Linie, nicht so. Zurück und vor. Zurück. Bleibt mal hinter der Senkrechten. Luft nicht anhalten. Schön spielen hier mit der Anspannung. Achtet lieber darauf, dass das Schambein leicht angehoben ist und nicht da hinten raus will. Und geht hin und geht vor und geht vor. Jetzt machen wir das Kreisen nochmal raus. Komm. Die ganze Karosserie kreisen lassen, kreisen lassen. Die Pfanne um diesen Kopf kreisen, kreisen und kreisen. Leute, das tut dem Hüftgelenk so gut, wenn es so bespielt wird und nicht immer darauf wartet, dass es endlich die Bewegung kriegt, die drumherum kompensiert wird. Probiert, macht's, wenn ihr das im Büroalltag oder alle Stunde, wenn ihr viel am Computer sitzt, immer mal wieder tut, euch freispielt, sagt, habe ich nicht vergessen. Da dich hier frei zu spielen, damit ich nicht doch wieder über die Stunden, oh, ich kann nicht mehr und sitze dann so vom Bildschirm, damit ich nicht doch wieder da reinflutsche. Immer mal wieder, macht euch einen Punkt am Computer, der erinnert, hallo, die Stunde ist vorbei, wie unsere auch gleich. Und immer mal wieder, jo, ich mache mal ganz kurz Pause, bevor ich schreibe und poste und mache und spiele mich in der Hüfte frei. Und dann gucke ich kurz, ob meine Beine locker sind und schmeiße sie mal von A nach B, spiele da mit mir rum, so, lass mich nochmal schön hängen, guck, dass der Popo tief ist, guck, dass mein Brustbein zum Schreibtisch geht, guck, dass meine Nase hinter der Brustbeinlinie ist. Und wenn ich was näher sehen will, gucke ich nach da und tippe weiter. Meine Schätzler probiert das mal immer wieder, diese Mitte zu finden, sie unabhängig von den Beinen zu kriegen. Spielt damit, macht euch nicht zur Pflicht, macht es kindisch, macht es ausprobieren, seid neugierig auf euch selber. Ich schwöre euch, da geht noch so viel und dadurch sind so viele Beschwerden so einfach zu vermeiden. Wenn ihr wollt, wir sehen uns morgen wieder. Und dann bringen wir das Ganze in den Standen auf die Füße und gucken mal, was dann so alles geht. Ganz, ganz lieben Gruß. Tschüss.